So, liebe Community, grüezi miteinander, hier bei Reinig Zeitgedanken. Wir schreiben heute Mittwoch, den 5. Juni 2024. Ja, und wie wir wissen, geht's heute ohne Vorspann und leider auch ohne das Lied. Aber vielleicht klappt es so, dass ich über das Handy diese kleine Morgenandacht für Sie parat machen kann. Da heißt es in der Losung: Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Das ist aus dem Jona-Buch. Und wer es kennt, der verwundert sich nicht, sondern er weiß, dass dieses Gebet aus dem Bauch eines Fisches gesandt wird. Jona ist verschluckt und in einer ausweglosen Situation. Es ist ringsrum mega dunkel. Er weiß nicht, ob er wieder aus diesem Bauch herausfinden wird. Er hofft es. Und was tut er? In seiner ganz großen Dunkelheit ruft er Gott an. Es ist sympathisch zu sehen, zu spüren und auch zu wissen, dass man in der größten Dunkelheit immer noch eine Möglichkeit, eine Option hat, nämlich Gott anzurufen. Und er tut dies, weil er weiß, dass er vor Gott geflohen ist, dass ihm eigentlich letztlich Gott auch den Fisch geschickt hat. Und nun, sagt er sich, wird Gott sicherlich mich aus diesem Bauch irgendwann herausholen. Das ist so trostvoll und so herrlich, dass wir dies zugleich auch an diesem Tag heute erfahren dürfen, dass es in der größten Dunkelheit immer noch Hoffnung gibt. Wir sitzen momentan oder sind unterwegs in einer solchen Dunkelheit. Man könnte es vergleichen mit dem Bauch des Fisches, denn wenn alles so weitergeht in dieser Agenda 2030, dann verlieren wir Menschen letztlich alles. Unsere Freiheit, unsere Reisefreiheit, unsere Meinungsfreiheit, alles, was zu uns gehört, was das Menschsein ausmacht, selbst die Gedanken will man uns dann letztlich programmieren. Was für absurde Vorstellung und wie schlimm ist es, wenn man so von der Dunkelheit umhüllt ist und doch beschützt ein Gott wie Jona im Bauch des Fisches auch in dieser Dunkelheit, das zu wissen und nicht aufzugeben, sondern das stille Gebet zu Gott zu richten. Und in diesem Moment kann Jona wirklich nichts weiter mehr tun. Es gibt eben Augenblicke in unserem Leben, da sind wir darauf angewiesen, dass Gott handelt. Und ich denke, dass auch in unserer Zeit heute wir angewiesen sind, dass Gott handelt. Noch sind wir vielleicht noch nicht ganz so in der Bewegung eingeschränkt, aber wir spüren es, wie man uns die Freiheit immer weiter nimmt. Kommen wir zum Lehrtext, da heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott laut werden. Aus dem Philipperbrief. Und auch hier eine ausweglose Situation. Paulus sitzt im Gefängnis zu Ephesus. Er hat keine Lösung, aber er schreibt sogar den Menschen draußen in der Freiheit: Sorget euch nicht, sondern kommt ins Gebet, dankt Gott, Danksagung, aber fleht ihn auch an. Ja, ich denke, beides ist wichtig, dass wir zum einen unser Flehen gen Himmel richten, aber dass wir niemals vergessen, auch wie dunkel es auch sein mag, dass wir immer wieder auch unser Wort zu Gott richten, dass wir ihn anflehen, er möge uns helfen. Und so denke ich, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt unterwegs sind, noch viele dunkler Momente stemmen müssen, dass wir so wie Jona im Bauch des Fisches noch gar keinen Ausweg sehen und noch kein Licht am Horizont, aber wissen dürfen, dass Gott uns hört, dass Gott uns sieht und dass Gott in dieser schweren Situation an unserer Seite ist. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Sie sehen, ich stehe hier in einer wundervollen Landschaft, umrahmt von Zypressen, von Pinien. Es ist ein Park, ein großer Vergnügungspark mit einem Schwimmbad. Und wir haben hier in Griechenland Temperaturen zwischen 28 und
34 Grad. Es ist schon fast wie Sommer und die Menschen hier in dieser Gegend in Griechenland. Es ist jetzt am Ägäischen Meer. Wir sind wieder ein Stückchen gerückt vom Ionischen zum Ägäischen Meer. Laufen teilweise sogar noch mit einer Maske rum. Unglaublich, wenn ich das sehe. Und nicht verständlich, aber es jammert einen, wenn man sieht, wie tief die Indoktrinierung gelungen ist und wie Menschen nicht mehr aus diesem Tief herauskommen. Deshalb hilft, glaube ich, immer nur eins: bitten, bitten, beten und für sie da sein. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und haben Sie einen guten Tag. Ihr Reini von den Zeitgedanken. Auf Wiederloge.